4. März. Guten Abend, meine lieben Gartenfreunde. Heute wollte ich ein kleines spontanes Update-Video machen. Hier sieht man einmal auf den zwei Bänken, die hier unterm Fenster stehen. Bei uns sieht man einmal alle Pflanzen, also in verschiedenen Größen. Es sind einmal die, die älter sind dabei und einmal die Ersatzpflanzen, die ein bisschen jünger sind. Und zwar sind hier hinten die älteren Pflanzen. Da sind auch manche schon sehr schöne Exemplare dabei. Muss ich euch mal ein bisschen genauer zeigen. Zum Beispiel hier die Himbeerkartoffel heißt. Hier ist eine aus Russland, eine Sorte. Richtig, richtig, richtig schön. Oder was haben wir hier? Ich glaube, das ist die goldene Königin. Ja. Einfach nur hübsch. Sehr, sehr groß mittlerweile. Klar gibt es auch, das sind jetzt die, die schon über 8 Wochen sind. Aber hier beispielsweise sind noch kleinere, die jetzt 4 Wochen sind. Die machen sich auch schon sehr, sehr gut, die eher fürs Freiland gedacht sind. Die größeren, die werden jetzt am Wochenende umgetöpft. Dazu gibt es natürlich auch ein Video. Jetzt stehen die jetzt hier unter der Beleuchtung. Deswegen leuchtet das auch ein bisschen komisch. Ich weiß auch gar nicht, darf man das überhaupt zeigen? Also hier oben, ich habe ja diese gelben Sticks empfohlen. Die sind super, die habe ich auf der Beleuchtung drauf gemacht. Das sieht ein bisschen eklig aus. Aber die bewirken wahre Wunder. Trauermücken, adios. Also seitdem haben wir keine mehr. Ich glaube, die kann ich jetzt auch bald entfernen. Die haben ihre Arbeit sehr, sehr, sehr gut gemacht. Jo, man sieht keine Trauermücken mehr. Also einen Daumen nach oben. Das hilft auf jeden Fall bei der Aufzucht. Es lässt sich ja leider nie vermeiden. Erde, dann ist es hier warm um die 20 Grad. Hier sind zwar 3 große Fenster, viel Tageslicht, aber dadurch, dass die Erde feucht gehalten wird, ja, bleibt das wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht aus. Dieses Jahr fand ich es halt extremer als letztes Jahr, deswegen konnten wir uns damit sehr, sehr gut verhelfen. Und es hat auch super geklappt. Einmal hier, schaut mal die Wurzeln, die schreien schon danach, setz mich um. Die werden auch umgetöpft. Und zwar am Wochenende. Das ist jetzt eine Paprika. Die macht sich auch wunderschön. Und die Wurzel, wie gesagt, das kann man, glaube ich, nicht so gut erkennen in der Kamera wie in live. Aber da sieht man es. Die wird einfach, also der Becher wird einfach ein bisschen gedrückt. Und dann kommt mir eigentlich schon der Inhalt entgegen. Und dann kommt es in größere, wieder frische Nährstofferde da rein und dann kann sie mehr wurzeln und wird dann auch automatisch schneller wachsen, weil mittlerweile haben die natürlich gutes Wurzelwerk entwickelt. Hier, das ist eine mittlere, die jetzt 6 Wochen alt ist, die macht sich auch schon gut. Ja, die Farbe nicht wundern, das ist halt ein bisschen pink, aufgrund, dass die jetzt hier unter dieser Beleuchtung stehen. Ansonsten haben die ein schönes, sattes Grün, wenn man jetzt zum Beispiel eher die vorne nimmt und sich das jetzt mal hier ins Normallicht dran mal hält, dann sieht man auch, dass das ein schönes Grün ist. Also nicht violett, wie man es jetzt unter der Kamera sieht. Jo, wie gesagt, eher lieber die Erde trockener halten, ein bisschen immer zugießen. Ich habe jetzt auch eben kontrolliert, ob da noch genug Feuchtigkeit drin ist. Jo. Und eine ganz wichtige Empfehlung, oder beziehungsweise was uns sehr gut geholfen hat, sind wirklich diese gelben Sticks. Die haben echt tolle Arbeit geleistet. Also wir haben seitdem keine Probleme mehr mit Trauermücken und deswegen werde ich die jetzt auch bald entsorgen. Sicherheitshalber mache ich 1, 2 neue dahin. Aber ich sehe keine Trauermücken mehr. Davor flogen sie einem so ein bisschen entgegen. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Hier habe ich auch die Blätter schon von der Paprika abgeknipst. Die waren zwar auch noch saftig grün, aber da ich die jetzt am Wochenende umtöpfe und ein bisschen tiefer setzen werde, in den großen Töpfen,
habe ich das jetzt schon abgemacht, die Keimblätter, dass die Wunden ein, zwei Tage auch abheilen können. Und dass halt, wie gesagt, nicht die Erde, die Wunde der Pflanze, den Stängel berühren. Ja, da habe ich euch einmal den Wurzelstand gezeigt, wie die einzelnen Tomaten mittlerweile aussehen. Hier sind schon ein paar schöne Schätzchen dabei, die ins Gewächshaus kommen werden. Hier zum Beispiel eine, die ist auch sehr, sehr schön, sehr groß. Die machen sich schon sehr, sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Update-Video gefallen. Ich werde mich jetzt verabschieden. Wünsche euch allen eine gute Nacht und viel Spaß beim Anschauen. Bis zum Wochenende.